Ja, heute machen wir ein Video über ein gewisses Thema und zwar über üble Nachrede und so weiter. So, ich möchte hier nochmal ganz klar sagen, man braucht es nicht versuchen, denn mich juckt das nicht, denn die Leute schneiden sich ins eigene Fleisch. Mir ist es egal. Diverse Briefe werden noch rausgeschickt und das wird dann auch das letzte Mal sein, dass ich die Leute auch ermahnen werde, weil sonst werde ich tatsächlich Privatklage einreichen. Und ja, wie soll ich sagen, es ist nicht mein Geld, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht meine Kohle und ich bin auch nicht derjenige, der dafür schwer arbeiten muss. Ich sage das jetzt auch geradezu in der Richtung gegenüber Leuten, die weiterhin Gift versprühen, die angeblich ja sich ruhig verhalten, aber sich auf Foren sich wohl aufhalten und halt auch ihr Schandmaul nicht halten. Das braucht man nicht versuchen. Man braucht nicht die Taten, die sie machen, in meine Hände legen, denn auch dafür gibt es Nachweise, habe ich mehr als genug belegt und bewiesen, dass ich bei sowas immer grundlegend aufrichtig und ehrlich bin. So, ich habe es nicht nötig, selber Scheiße zu bauen und dann dafür nicht gerade zu stehen. Ich bin auch jemand, der auch die Fehler offen und kundig auch zugibt und das werde ich auch weiterhin tun. Ich möchte hier nochmal ganz klar sagen, man kann diverse Kommentare stecken lassen. Das kommt dann nämlich auch noch hinzu, dass es in die Richtung geht, dass ich rechtspopulistisch sei oder rechtsradikal bin. Wenn ich rauskriege, auf welchen Foren das ist, und das kriege ich auch raus. Und weiß auch, welche Namen auch dahinter stecken, dann wird da auch nicht nur eine Privatklage losgetreten. Das sage ich jetzt hier so, wie es ist. Das sind Sachen, die kommen unverhofft, aber oft. Ja, einfach mich in Ruhe lassen, weil man halt meint, da irgendwie gegen meine Person ein Groll zu hegen. Das Internet, das World Wide Web ist ja groß genug, eigentlich, dass man sich aus dem Weg gehen kann. Und ja, wie gesagt. Diverse Leute sind halt sauer, das möchte ich jetzt nochmal für die neuen Leute auch erklären. Die sind halt stinksauer, weil sie natürlich eine gewisse Frau in Anführungsstrichen nicht haben können und nicht schwängern können, wie sie das wollen. Der Fall ist bekannt und der ist auch nicht nur bekannt, der ist auch bei der Polizei bekannt. Ne? Also ich habe das gut und begründet und ich werde das auch bei der nächsten Aussage nochmal sehr, sehr scharf auch deutlich begründen, dass diese Dinge ja auch nicht aufgehört haben. Im Gegenteil, ja, ist wohl der Fall. Und man braucht nicht irgendwie da Dinge zu behaupten, die nachweislich nicht der Wahrheit entsprechen. Denn ich muss dazu einfach nochmal sagen, ich bin ein Transmann und gehe meinen Transweg. Ich wüsste nicht, wo ich da jetzt rechtsradikal sein sollte, weil diese Menschen wie ich wurden ja, ne, abgemurkst, um das mal nett auszudrücken. Und ich wüsste nicht, nur, dass man anhand einer Haarfrisur einen Menschen beurteilen darf, dass man das Recht dazu hat, jemanden zu beurteilen. Hat man nämlich nicht. So, ich verstehe nicht, warum man nicht neutral bleiben kann und stattdessen weiterhin Scheiße erzählt. Ja, das wird dann auch noch andere Dinge zur Folge haben. Ich werde auch diverse Meldungen bei TikTok raushauen. Das werde ich auch noch machen. Na? Nur, dass man das auch weiß. Weiß ich nicht, warum man das machen muss. So, es werden mir ständig irgendwelche Sachen in die Hände gelegt, die ich nicht mache. So, das. Keine Ahnung, ey. Ehrlich. Na? So, scheinbar hat meine beste Freundin ja wohl nichts anderes zu tun, als weiterhin die Leute auch anzustacheln, des Weiteren aus dem Hintergrund heraus und denkt, ich merke das nicht. Ja, so, sie denkt auch, ich nur, weil sie nicht sichtbar ist, dass das nicht gesehen wird. Also, es muss ich hier einfach nochmal ganz klar sagen, das sind Sachen, die fallen auf. Ja, vor allen Dingen, wenn das auch noch so in den Kommentaren auch noch so offensichtlich geschrieben wird. Ja, weiß ich nicht, warum man das machen muss. Letztlich schneidet man sich selber ins Fleisch. Und dann braucht man mich auch nicht anzeigen für Dinge, die ich nicht mache. Das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen. Ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf den Scheiß. Ja, weil das ja immer so ein Hin und Her ist.
So, die Polizei auch schon sagt, das muss jetzt auch mal aufhören, weil das geht ja hin und her und das sind ja auch Sachen, die ja nicht aufhören. Ne? Einfach mal überlegen, ne? So, man möchte nicht belangt werden, okay, dann bau keine Scheiße. Dann lass andere Menschen Ruhe, wenn die das sagen, und belästige und nerve die Menschen nicht. So einfach ist das. Ne? Und wenn ich jemanden heiß finde und eine Obsession habe und auf jemanden stehe und dann noch anfange, andere zu belügen, ja, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich dann negativ auffalle, dass die Leute dann keinen Bock mehr haben auf mich und dann denken, ja, nochmal zu dem, dass ich ja jeden über mich rutschen lasse, weil ich es ja so nötig habe, weil mein Ex kann ich ja nicht zurückhaben und wenn ich den zurück will, ja, dann muss ich andere dafür nutzen, um die Person eifersüchtig zu machen, also meinen Ex eifersüchtig zu machen, weil ich ja möchte, dass er ja bei mir bleibt und dass keine andere Frau ihn da für sich einnimmt. Also ich möchte einfach ganz ehrlich sagen, ich entscheide das für mich selber, wen ich auch in mein Leben lasse und so verhalte ich mich auch. Ich habe jetzt vor kurzem auch erst wieder jemanden rausgeschmissen, die meinte mir zu sagen, dass sie ja alleine wohnt und dass sie ja ihre Kinder großzieht und was. Und letztlich dabei rauskam, dass es eine Lüge war. Und das war auch sehr schnell rauszufinden und auszulesen. Folglich habe ich dann die Person dann auch rausgeschmissen. Ich finde immer sowas immer blöd, wenn ich sowas machen muss. Aber es geht halt auch um meinen gesundheitlichen Schutz tatsächlich und nicht immer darum, was andere wollen. Hauptmerkmal ist halt mehr, dass meine Gesundheit steht. Und das muss ich einfach so sagen, ich habe da einfach wirklich keine Lust drauf. Ich gehe schon allen und jeden aus dem Weg, so großteils, weil ich wirklich keine Lust mehr habe. Ich lasse mich nicht als Täter darstellen, als ich bin. Ne? Das ist ja auch schon von der Polizei Stocker Radolf Zell auch schon gewesen, dass das der Fall war. Und letztlich hat sich die Wahrheit anders kristallisiert. So, dass die gute Frau, die gegen mich ermitteln wollte, ja, das wohl ihr Genickbruch war. Ich muss einfach dazu sagen, man löst damit natürlich auch ein Disziplinarverfahren aus, was man nicht will. Einfach mal in Zukunft überlegen, was man macht. Ich bin eigentlich in der Regel nicht bösartig. Man darf mir nichts tun. Wenn ich sage, man hat mich in Ruhe zu lassen, dann ist das so. So, und ich weiß von diversen Aktionen, von wem die kommen. So, obwohl das eigentlich sehr, sehr nachweislich ist, wer da eigentlich recht populistisch ist, wer rechtsradikal ist. Ich sage nur Musikproduktionen, in Anführungszeichen, ne? Und sage dazu nur, deutsche Wehrmacht spielt sauber. So weiß ich nicht, was daran lustig sein soll. Die deutsche Wehrmacht, und das muss ich einfach sagen, wie sie mal vorher hieß, heute ist es ja Bundeswehr, ist nach wie vor in der Kritik, dass das überhaupt so benannt, dass das überhaupt, also ich finde dieses Wort, überhaupt dieser Name, deutsche Wehrmacht, gehört einfach verboten. Weil das wirklich auch einen rechtspopulistischen Hintergrund hat und auf einer Weise einen rechtsradikalen Hintergrund hat. Ich sage nur, die SS, die Waffen-SS, das hat ja auch einen rechtsradikalen Hintergrund, so, und hat auch was mit den Verbrechen damals im Kalten Krieg auch zu tun. So weiß ich nicht, was man daran schön reden soll. So, und mir wird das angehaftet wegen meiner Frisur. Ich wüsste nicht, wo das Problem ist. Wer mit mir ein Problem hat, kann auch gern deabonnieren und kann gerne auch weiter swipen und gerne woanders schauen. Mir ist das egal. Ne? Ich lasse mir das da nicht anhaften von irgendwen, ohne dass man mich persönlich kennt, ohne dass man mich persönlich gesehen hat. Ne? Meine Freunde kennen mich und die wissen das auch, dass ich da nicht so bin. Ja? So, das würde auch gar nicht zu meiner Persönlichkeit passen. So, und ja, das ist halt immer, finde ich, sage ich auch immer so schön, das sind Leute, die über einen mehr Bescheid wissen wollen als man selber. Ja, die sogenannten Worteverdreher. So, und folglich habe ich da einfach keine Lust drauf.
Und ja, wenn mir einfach danach ist, mache ich die Kommentarfunktion aus und dann ist das so. Das werde ich auch in Zukunft auch nicht ankündigen, das ist dann einfach mal so. Dann kann keiner was kommentieren. Ich weiß auf jeden Fall, von wem was kommt. Und ja, da weiß ich auch wieder, was ich lostreten darf. So weiß ich nicht, was das soll. Als ob die Leute nicht so schon mitunter wegen Bedrohung angezeigt wurden, alles Mögliche. Übler Nachrede. Cyberstalking, auch ganz, in ganz großem Stil. Dass man dann auch Leute anstiftet zum Stalken. Und alles Mögliche. Ich habe eine ganze Liste tatsächlich. So, die würde ich auch gerne kurz verlesen, gegen wen was vorgeworfen wird. Damit man gar nicht erst da in den Punkt reinkommt, zu sagen, ich hätte das nicht geschrieben. So, also beispielsweise zu manchen Kontakten, warum der No-Contact bleiben muss. Cyberstalking ohne Ende, klaut mein Discord-Rollensystem, das Discord-Rollenschema, Design. Falsche Informationen werden über meine Person verbreitet. Werde auf anderen Live-Kanälen gesperrt durch Falschaussagen von diversen Leuten. Greift mich mit mehreren Leuten an und will mir meinen YouTube-Kanal kaputt machen. Stalkt auf Steam, schaut, was ich spiele. Und spielt es selber. Schaut meine Videos, disliked diese. Nutzt andere, um die Eifersucht in mir zu schüren, ja. Dann Nötigung, das kommt ja auch noch hinzu. Freunde wurden von mir genötigt. Desweilen. Und die wurden auch nicht nur genötigt, im Chat zu schreiben. Muss immer im Rampenlicht stehen und der Welt zeigen, wie toll die Personen sind. Was sich leider sehr schnell anders zeigt. Kopiert meine Person, stalkt auch in einer Gruppe, wie ich ja eben schon sagte. Stiftet Minderjährige zum Stalken an. Sagt gegenüber Dritten aus, dass meine Person, wer weiß, wie krank und unnormal sei. Macht andere Jungs ständig an und heiß. Erregt die ständig. Spielt mit den Gefühlen von Menschen. Kopiert meine Eigenschaften und Persönlichkeit, verweiblicht meine Person, obwohl ich ein Mann bin, braucht andere, um ihre Aufmerksamkeitssucht zu füttern, sucht nach neuen Zufuhrsquellen, um diese für ihre Zwecke zu missbrauchen. Auch emotionaler Missbrauch gehört da leider zu, rühmt sich und sonnt sich darüber, dass sich zwei Menschen wegen ihrer Person suizidiert haben, findet es super lustig und geilt sich daran auf. Ergötzt sich an Leid anderer und sitzt mit diversen Leuten im Discord-Channel, lacht mit denen über das Leid anderer, betreibt ohne Ende Schmierenkampagne, manipuliert Menschen für ihre Zwecke, Opfer-Täter-Rollentausch, ne? Was sowieso, dass die anderen, so, die Leute, die mich nicht mögen, dann grundsätzlich immer die Opfer sind und ich immer der Täter für alles bin, für ihre Taten. Gibt anderen auch die Schuld von allem. Anderen die Schuld an dem Leid ihrer und versucht natürlich auch, und das ist alles auch, sind auch Taten, die die Leute selber nachweislich machen und das nachweislich. Seither ist es nämlich auch so, dass diverse Leute mir nämlich hinterher sind, wie meine Ex auch, weil die stinksauer sind, dass sie an sie nicht mehr rankommen und gibt mir die Schuld daran, dass besagte Person nach mir besessen ist. Auf mich steht und ein gewisser Herr an diesen Menschen nicht mehr rankommt und sie einfach nicht die Größe hat zu sagen, dass sie ihn nicht mag. Ne, das hat sie mir selber auch mal gesagt, dass sie den nicht mag und hat einfach nicht die Größe, das selber zu sagen, dass sie ihn nicht mag. Ne, das möchte ich hier einfach nur mal dazu sagen. Ne? So. Dann versucht man mich auf eine Weise zu brechen, mir das wegzunehmen, was ich hier mit NEOS aufgebaut habe. Und es ist letztlich das Letzte, was ich hier noch habe. Meine Gesundheit sagt auch ganz klar, dass sie nicht mehr mitmacht. Dass meine Gesundheit sagt, nö, ich will nicht mehr. Ich bin müde von dem Scheiß. Ich möchte einfach nicht mehr. Das ist einfach so. Ne? Lügt Polizei zudem ständig und alle an. Tut auf Opfer. Obwohl meine Person gesundheitliche Schäden erleidet. Und werde damit alleingelassen. Habe Traumata ohne Ende.
ich die irgendwie überstehen muss, während andere Leute da meinen, Bullshit zu erzählen und sich lächerlich machen. Meine Community und Freunde lachen darüber, über diese Leute, das muss man einfach sagen. Und über das Verhalten dieser Leute lachen sie. Die sagen halt einfach auch, dass das räudig, lächerlich ist und einfach keinen Sinn ergibt. Dann muss man ja mit irgendwelchen Dickpics Menschen darum poppen, die auch ständig Dickpics im Netz verbreiten. So, da sieht man dann auch relativ schnell, ja, wie groß dieser Kampfstachel ist von 3 Millimetern. Weiß ich nicht, was daran so geil ist. Wenn man sich das als Großformat, als Desktop-Hintergrundbild das drauf macht, andere ambitionieren tut, zu sagen, ja, du schaffst es ja eh nicht auf dem PC und es dann doch trotzdem schafft und diverse Dinge sieht, die man dann doch nicht gesehen hätte, weil man dann in dem nächsten Moment am liebsten dann doch das, was man gesehen hat, dein Essen zur Schüssel bringen würde, weil einem ganz anders wird und mitunter auch speiübel davon wird. Ich hätte es auch nicht unbedingt sehen wollen. Mir tut dieser Mensch auch leid, dass er sich das irgendwie antun musste und sich den Scheiß irgendwie antun musste. Aber stimmt, sie hat ja, also es stimmt ja, die Personen haben ja alles verloren und die haben ja soweit alles verloren, dass sie ja damit besagten Mr. Dickpics ja da noch abhängen und diverse Spiele spielen. Aber stimmt, sie haben ja alles verloren. Alleine das ist schon ein Widerspruch an sich und eine Doppelmoral. Ne, diese Art von Leute übernehmen auch keine Verantwortung für diverse Taten, die sie anderen anrichten, auch an Schäden, gesundheitlichen Schäden und ähnlichem oder auch anderes. Ne? Rennt dann zu Mami, ja, und sagt dann auch so: Mami, Agent macht mich fertig. Ja, sollen die Leute zu Mami rennen, sich den Schnuller geben lassen, sich im besten Fall den Arsch wickeln lassen, ja, weil was anderes können sie nämlich nicht, denn ohne Mami können sie ja nicht. Ne? Ohne Mami haben sie ja niemanden, ohne Mami hätten sie auch nichts wohlgefühlt im Kleiderschrank, keine gewaschene Wäsche und nichts. Weil sie null nada niente selbstständig sind, mit Geld nicht umgehen können, deswegen müssen Mami und Papi alles für einen regeln. Die Klamotten kaufen und alles Mögliche. Ne? Ist so penetrant und nervig, stiftet Leute an zu immer wieder neuen Ärger. Aber diverse Leute sind ja am Leiden, wie, ne? Seht ihr nicht, wie die Leute leiden? Ganz ehrlich, es ist so ein Bullshit, ne? Suhlt sich in dem Drama von anderen und des, beziehungsweise suhlt sich in dem Drama und Leid des anderen, ne? Pushen sie ihre Egos auf, ne? Das Ego der Leute ist aufgeblasen, haben keinen Selbstwert, keine eigene Persönlichkeit, brauchen andere, um stark zu sein, indem sie nämlich auch mitunter Dinge erzählen, die nicht der Wahrheit entsprechen, ne? Um anderen zu schaden. Und ja, zudem können diese Menschen auch nicht alleine spielen. Diese Menschen haben immer von den Ex-Partnern immer ein Backup. Ihr müsst euch das Ganze vorstellen, wenn diverse Leute sich von den Menschen trennen, dann haben sie auch die Handynummern als Backup. Geht das Handy kaputt, ist das eine Katastrophe für diese Art von Menschen. Und es ist nicht nur eine Katastrophe. Die drehen vollkommen durch. Deswegen haben diese Menschen mitunter auch ein iPhone, weil iCloud macht es ja möglich, dass ja dann sämtliche Nummern gespeichert werden und aus der iCloud bezogen werden. Ist natürlich der einfachste Weg. Und das sind halt so Dinge, die seit nun mehr als 2 Jahren gehen. Ich weiß auch, dass die Polizei sich auf einer Weise sich darüber freuen wird, über diversen Aussagen. Und ja, ich mag das einfach nicht. Es ist halt auch, wenn man narzisstisch unterwegs ist. Die Wahrheit ist bei diesen Leuten meist immer eine andere. Und das muss ich einfach sagen, das ist ganz, ganz schlimm. Ich habe durch diese Menschen schlimme, schlimme Traumatas, weil die sich auch selber nicht helfen lassen können, obwohl diese Menschen eigentlich selber ein Problem haben und auch vielleicht mal von Notwendigkeit sei, dass sie selber mal unter medikamentöser Behandlung kommen und auch Psychotherapie machen, um vielleicht auch mal an den Verhaltensweisen zu arbeiten und auch in gewisser Weise eine Verhaltenstherapie machen, um wieder halbwegs klarzukommen. So, das möchte ich hier nochmal kurz sagen.
Ja, und dann braucht man natürlich nicht irgendwelche Sachen auch im Forum verteilen und verbreiten. Das ist jetzt eine allgemeine Aussage jetzt hier von mir. Ich lasse die Menschen auch, wie sie sind, also lasst mich bitte auch. Denn ich respektiere jeden Menschen, wie er ist. Was ich nicht respektiere, ist, wenn man meine Grenzen ständig und immer wieder neu übertritt. So, das ist auch wieder der Fall. Ich habe dafür Nachweise, dass das so ist. Und ja, es ist letztlich nicht mein Geld, weil den Anwalt werden nämlich die Leute nämlich bezahlen, die den Scheiß verursachen. Ja, das ist mir dann egal. Die Rechnung kommt und vielleicht überlegen Sie dann mal, was Sie erzählen.